Bitte bearbeitet auf Seite 203 und 4 und lest euch den Text durch. Hey! Warum stehst du schon wieder? Bearbeite die Aufgaben. Was? Und lest dir bitte den Text durch. Okay. Wie ich gerade sehe, habt ihr Pause. Ich könnt gehen. Wer geht denn jetzt zum Bäcker? Ihr. Ich will kein Tor kassieren. Aber ihr beide. Ja, machen wir Xing Shang Shang, okay? Xing Shang Shang. Xing Shang Shang. Wir kommen, also holt einfach eine Capri-Sonne für ihn und für mich einen Eistee und einen Streuselstrecker. Okay, und was möchtest du? Ich weiß nicht, ich komm einfach mit. Okay. Hol für ihn noch einen Eistee! Mach schnell, da kommt ein Lehrer! Hä? Oh mein Gott! Wo sind die plötzlich hin? Hä, da liegt ein Schlüssel! Stopp! Von einem Lehrer? Ja, ja, glaub ich auch. Ja, ja, natürlich. Komm, lass mal. Hä, schnell, wir müssen suchen! Sind wir hier? Sieht alles gleich aus. Wo wollen wir lang? Hier sieht alles gleich aus. Ich fühle mich hier nicht wohl, ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Bäckergrenze! Redet was von einer Bäckergrenze? Hä? Wer redet? Das ist das komische. Bäckergrenze! Stopp um sich! Die Bäckergrenze! Die Bäckergrenze! Die Bäckergrenze! War gut, dass wir treffen. Verbissen zufälligerweise wie der Schlüssel gehört? Ich kann Arm geben, das gehört. Können Sie uns bitte zu den Lehrer bringen? Gerne, komm ich mit. Ach, gut. Franz Eberhard, das ist so vergnüglich. Oh, Gerhard, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Was, Franz und Gerhard, was tut ihr denn da? Hey, das sind ja die beiden, die sind ja verschwunden. Ja? Ja, wir haben die Schnauze voll, dass ihr immer über die Bäckergrenze geht. Das geht doch nicht. Die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll. Franz und Gerhard, könnt ihr die beiden wieder vom Experiment zurückholen? Okay, mach ich. Darum scheint eine viel bessere Idee. You're just